Mahlzeit. Mahlzeit. Tja, das Essen ist aber heute wieder klimaschonend zubereitet. Das Steak ist noch völlig roh. Apropos Klima. Die Amerikaner werden unsere Klimaziele ablehnen. Das ist unsere große Chance. Wieso? Weil wir jetzt fordern können, was wir wollen. Es wird sich eh nicht durchsetzen lassen. Dadurch können wir den Fehlstart der Koalition vertuschen. Durch solche Aktionen schaffen wir auch wieder ein super Koalitionsklima. Verstanden? Klima. Und Klima. Nicht? Bitte, Vorschläge. Hier, ich. Ja, bitte, Guido. Wer keine Energie verbraucht, zahlt keine Steuern. Das ist FDP-Steuerpolitik. Die Bundeswehr wird im Inneren eingesetzt, um Haushalte ohne Energiesparlampen ausfindig zu machen und zu eliminieren. Bam! Wir haben eine Koalitionsklimakatastrophe. Lustig, oder? Ich sehe schon das Bild vor mir. Ich schwimme auf Knut, dem Bundeseisbären, nach Kopenhagen, halte ein Stück schmelzendes Eis in die Kamera und gucke ganz betroffen. Und danach gehe ich schön shoppen. Achtung, Achtung! Unser Herd geht jetzt wieder. Bitte bringen Sie Ihr Steak noch einmal zur Küche. Oh. Wir braten es jetzt. Danke.